Fantastische Freunde, willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Freut mich, dass du wieder dabei bist. Und heute passiert mal was ganz Schlimmes in der Stadt. Und zwar brennt heute ein Teil der Stadt ab. Wenn es dir trotzdem gefällt und das Video unterhält, lass gerne ein Like da. Und vor allem vielen Dank für 200.000 Abonnenten, Freunde. Vielen, vielen lieben Dank. Freue mich, wenn du auch jetzt noch ein Abo da bist, wenn du neu in der Synthe-Army dazuhören willst. Und jetzt viel Spaß. And I can't wait so we can break apart the heat. Hey, if I seem a little unimpressed with this, an antisocial pessimist, but usually I don't mess with this. Hey, da bist du ja. Freut mich, dass du eingeschaltet hast hier in der Minecraft-Stadt mit mir, deinem Synthe. Und Leute, wenn ihr euch jetzt fragt, warum Synthe bin ich hier oben? Und zwar kurze Erklärung. Ich setze mal ganz kurz hier hin, ne? Dass ich euch das mal erklären kann, was denn passiert ist. So, Moment. So, ne, jetzt liege ich. Das ist ein bisschen unbequem. So, nein. So, Freunde, also. Ich erkläre euch mal ganz, ganz kurz, was denn genau passiert ist. Und zwar war es so, ich war daheim und habe einen Brief gefunden. Und zwar stand da drauf, Synthe, ich möchte, es war ein Liebesbrief, ich finde dich ganz süß und komm bitte mal zum Turm. Und das ist der Turm, Freunde. Also, wenn ihr die Folge nicht gesehen habt, einfach das letzte Video auf meinem Kanal abchecken und dann, habt ihr die Chance, das Video auch nochmal zu sehen. Jetzt sind wir hier oben am Turm und wir gucken einfach mal, wer uns geschrieben hat. Ich bin gespannt, wie die Person ausschaut. Und hier ist hoffentlich keine Falle. Moment mal. Ich ahne nichts Gutes. Aber, hallo, ist hier jemand? Vielleicht von dem muss ich irgendwie in den Gang. Wahrscheinlich muss ich in den Gang da rein. So, mal schauen. Hallo? Wo ist denn die Person? It's just a prank? Hä? Warum das denn, Freunde? Wer ist denn so gemein und hat mich denn hier so veräppelt gerade? Das kann doch nicht wahr, Steinern, Freunde. Oh mein Gott. Welcher gemeine Junge war das denn? Okay, Freunde, ich fühle mich gerade ziemlich, ja, wie soll ich sagen, verletzt. Wisst ihr, was ich meine? Oh Gott, ja. Freunde, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr wisst, wer das war. Ich könnte mir vorstellen, dass es der böse Mike war. Naja, okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal in die Stadt, Freunde, und egal, das passiert, dann wurden wir halt geprankt. Ich dachte, jemand mag mich wirklich. Komm, schnell nach Hause gehen. Zack, Freunde. Aber wisst ihr was? Dafür, dass ich die 200.000 Abonnenten erreicht habe, geht es mir wieder ein bisschen besser. Also wie gesagt, vielen, vielen lieben Dank dafür. Teilt gerne meinen Kanal weiter mit euren Freunden, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und ja, das war auf jeden Fall ziemlich enttäuschend gerade. So, ich bin auch bestimmt mal bei meinem Freund, dem Crafting Pad, vorbeischauen, Freunde. Den habe ich schon lange nicht mehr gesehen. So, gehen wir mal hier weiter. Freunde, hier entlang. Richtung Osten, genau. So, weiter. Und gehen wieder zurück in die Stadt, Freunde. Weil das kann doch nicht sein, dass wir gerade so böse veräppelt worden sind. Naja, okay, wir legen mal unsere Sachen ab. Und dann gehen wir ein bisschen in der Stadt spazieren, würde ich sagen. Okay. Schnell hier entlang. Gerade die Sachen abnehmen. Ich habe ziemlich viel Müll im Inventar, ihr seht. Und ich muss ja dann meinen Koffer quasi in die Kisten machen. Da kann ich auch ein bisschen besser laufen und alles. Das ist ja auch klar. Und ich hoffe mal, dass der Schnee langsam wieder schmilzt. Aber ich habe ja gesehen, dass gerade ordentlich wieder geschneit hat die letzten Tage. Was in Hannover war es ja ganz schlimm im Norden. So. Hier, Freunde, war auf jeden Fall der Brief. Wo ist eigentlich der Brief? Dass ich ihn mal sehen können, wer ihn nicht gesehen hat. Hier nicht. Nee, ich glaube, der war hier oben, aber ich weiß nicht, ob ich den rausgenommen habe. Ich glaube aber schon. Ja, ah nee, hier ist er. Das war der Brief, Freunde. Guckt euch an. Da wurde ich so veräppelt. Naja, erstmal hier alle Sachen ablegen. Zack, Freunde. Jetzt gehen wir in die Stadt. Ein bisschen auf andere Gedanken kommen, würde ich schon fast behaupten. So, schnell runter hier. Und jetzt schauen wir mal, Freunde, ob es, ja, jetzt alles besser wird. So, Freunde, gehen wir mal in die Stadt hier. Stadtmitte, da waren wir schon lange nicht mehr. So, Freunde, und hä? Was, warum liegt hier Netherrack? Hä? Was ist mit dem Baum? Warum brennt's hier? Freunde, es brennt. Warum brennt es in der Stadt? Hallo? Ist da jemand? Hallo? Epic, seid ihr noch alle da? Kater? Hä? Freunde, das ganze Haus brennt hier ab. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Warum brennt denn die Stadt, Freunde? Was ist denn Jens los? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir müssen irgendwie das Feuer löschen. Der Baum ist auch komplett abgebrannt. Hier brennt auch noch alles. Oh Gott. So. Freunde, schnell das Feuer hier löschen. Okay, hier ist noch das Feuerzeug. Hier war gerade eben noch der Mann, der es wahrscheinlich angezündet hat. Okay, Freunde, das Schlimmste ist dieses Haus. Es brennt gerade komplett ab, ihr seht's. Wir müssen hier echt alles retten. Oh mein Gott.
Freunde, ich hoffe, wir schaffen es zu retten. Ich gehe jetzt nach Hause, hole einen Wassereimer und wir probieren die Stadt zu retten, weil ihr habt gesehen, da brennt gefühlt alles. Das ganze Haus brennt von innen ab. Ich will gar nicht wissen, wie es bei den nächsten Häusern ist. Oh mein Gott, momentan läuft echt alles schief in meinem Leben, Freunde. Erst verarscht, jetzt brennt die Stadt. Oh mein Gott, ich weiß nicht so recht, was wir noch tun sollen, Freunde. Naja, wir sehen uns in der nächsten Folge, da werden wir das Feuer bekämpfen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da und ein fantastisches Abo. Und jetzt ranbleiben, unbedingt morgen einschalten und ciao.